Erde versus Scheibe. So. So. Und so. So. Und so. Das war jetzt zu hoch. Jetzt habe ich die 3 hoch gemacht. So hoch sollen die doch gar nicht, Mensch. Nur so. So. Dann ziehen wir die hier so hin. Ich weiß bloß noch nicht, wie wir die Treppen von außen rankriegen. Aber da kommt ja, glaube ich, dann eh Stein rüber. Wo unser Holz. Die Holztreppen können dann erstmal weg. So. So, jetzt habe ich. Jetzt weiß ich auch, wie es wieder weitergeht. Mann, ich bin so verpeilt. Und dann kommen hier die Treppen ran. Ich muss auch noch Fackeln von außen ran. Ach nee, ey. Ich kann noch nicht arbeiten. Los, runter mit dir. So. Und hier kommt auch mal Trap and Run. Genau. Hier kommen, glaube ich, nochmal Scheiben. Ja. So mische ich das. Und so. Das ist ja ein schwieriges Unterfangen. Ich habe mir jetzt, glaube ich, mehr Arbeit gemacht, als es eigentlich ist. Aber gut. So. Da kommen Scheiben hin. Hier kommt Holz hin. Dann kommen hier wieder Treppen hin. Zumindest theoretisch. Ja, praktisch auch. So. Und so. Ach nee. Das kann sich jetzt ein bisschen hinziehen. Ich muss mich auch dafür entschuldigen, aber das lässt sich gerade nicht anders machen. Jetzt können wir hier auch die Scheiben wieder hinsetzen. So. Und dann gehen uns auch, glaube ich, die Treppen langsam aus. Mehr haben wir nicht gemacht, oder? Nee. Verdammt. Aber es ist nicht so schlimm. Wir kommen auf jeden Fall wieder hoch. Irgendwie. Hoffe ich doch. Scheiben. So. So. Es ist gar nicht mal so einfach, das alles im Let's Play zu machen. Also im Kreativmodus wäre es voll einfach. Dann würde ich hier hochfliegen, zack, hingesetzt, Feierabend. Dann steht die Hütte. Andererseits würde ich im Kreativmodus auch keine 100 Folgen dafür brauchen, so ein Haus hier hinzuzimmern. Da merkt man mal den Unterschied, wie komplex diese ganze Sache hier doch sein kann. Na, so. Haben wir noch Stein bei? Oh, ja. Gut. Na, das wäre es jetzt gewesen. Jetzt hapert es hier am Stein, weißt du? So. Fehlt noch Holz. Ich fehlt überall noch Holz. Na toll. Das auch noch. So.
Weiß gar nicht, ich bin gerade ein bisschen still. Ich hätte mich ja jetzt auch mal wieder ein bisschen besser vorbereiten können. Hab letztens eine ganze Liste zugeschickt bekommen mit Themen, über die man so quatschen kann. Dazu müsste ich jetzt allerdings nachschauen. Und das kann ich nicht, da ich ja mitten in der Aufnahme bin. Ach nee, ey, Mr. Unvorbereitet hier wieder. Ich kann so nicht arbeiten. Aber gut, mal gucken. Vielleicht machen wir hier heute einfach mal eine längere Aufnahmesession. Meistens nehme ich ja so ungefähr eine Stunde auf. Lade das Ganze hoch und dann ist 3 Tage für mich erstmal wieder Pause. Einfach in der Hoffnung, dass halt von den Zuschauern was kommt. So Feedback, wo ich dann halt auch dementsprechend sofort reagieren kann und nicht erst 12 Millionen Folgen später darauf eingehe, wenn das Haus bereits fertig gebaut ist. Das wäre ein bisschen, naja, wäre halt nicht Sinn der Sache. Und jetzt gehen wir uns langsam die Scheiben aus. Na, so. So, und das Holz geht uns auch aus. Ach nee, ey. Oh, nicht vergessen. So, wir müssen auch wieder hoch. Und so, und keine Scheiben mehr, nur noch die 4 Stück. 4 reichen nicht. So. Machen wir es jetzt von der Seite. Unser Holz ist ja dann auch aufgebraucht. Dann machen wir es jetzt so erstmal ohne Scheiben. Hier muss noch was hin. Hier auch. Hier kommt dann nochmal Stein hochbezimmert. So. Na, dann machen wir so. Nein! Oh, ich bin runtergefallen, verdammt. Ja, gut. Machen wir das Ganze so. Hier kann man nochmal Stein hinziehen. Hier nicht, aber hier wieder. Dann müssen wir den Rest nur noch mit Baum auffüllen. So. Mach erstmal so, mit Erde. Die kommt dann wieder weg. So. Ja, und dann sieht das Ganze hier schon mal, dann haben wir hier schon mal die Etage auch mehr oder weniger fertig. Wie oft habe ich jetzt mehr oder weniger gesagt? Gut, fragen wir mal lieber nicht nach. Habe ich ja schon, gut. Können wir hier noch das Glas rausreißen. Das war ein Versuch. Man konnte es ja mal ausprobieren. Sah halt kacke aus. Schade ums Glas. Das könnten wir jetzt gut in unserem Inventar gebrauchen. Aber nö. Tja, kann man nicht ändern. So, und meine Uhr sagt 7 Minuten noch. Dann ist meine Aufnahmezeit schon wieder rum. Dann werde ich die Videos rendern. Also bearbeiten, rendern, hochladen, beschriften. Und dann werde ich gucken. Vielleicht nehme ich weiter auf oder bastle noch ein bisschen am Minecraft-Server. Je nachdem, es ist ja bei mir immer spontan. Oh, ist das ätzend, jetzt wieder ums Haus rumlaufen. Ich denke mal, unsere nächste Mission wird dann sein. Nein. Dass wir unsere... Nein, der nicht. Der auch nicht. Dass wir dann unsere Treppe mal ins Lager fertig machen. Ja, Mensch. Es schleift einfach nur. Und wir haben auch keine... Also, Steine haben wir auch nicht mehr. Man hat 1000 Sachen angefangen, nichts zu Ende gebracht. Ja, so. Und Stein. Steine haben wir hier. Stein, Stein, Pflasterstein, da ist noch mehr Stein gewesen. So, dann hauen wir hier mal 12 Kohle rein und den Pflasterstein und hier noch mal ein bisschen Fleisch, dann können wir hier auch den Pflasterstein reinhauen, hauen nochmal eine Kohle mehr rein. So, genau. Haben wir denn hier noch irgendwas zum Reinballern? Pflasterstein haben wir hier nicht. Oh, wir haben ja überall noch Pflasterstein, oh je. Pflasterstein, ein Chicken Wing,
Nochmal Pflasterstein. Immer noch Stein und da auch nochmal Pflasterstein. Okay, gut. Dann haben wir das auch schon mal. Dann können wir hier aus den Steinen diese süßen Dinger hier machen. So. Und so. Und aus diesen, ach nee, aus dem machen wir keine Treppen. Das Stack hier könnten wir höchstens verbraten. Also ist ja nicht mal ein Stack gewesen, aber ein Aushilfsstack. Na, komm her. So. Und das war's. Das reicht. So. Dann haben wir das. Dann können wir da hinten, also wir wollten ja schlafen gehen. Wir wollten die Mauer denn da fertig machen. Oh, ein bisschen heiern. Die Mauer dann fertig machen. Glas brauchten wir. En masse. Und Holz natürlich wieder. Wir mussten dann wieder losgehen und Holz holen. Die Mauer, genau. Glasmauer ganz zum Schluss. Und die Treppen bräuchten wir dann auch nochmal ein paar mehr. Also nicht nur das bisschen, was ich jetzt hier gemacht habe, sondern halt noch mehr. So. Wäre es nicht besser, wenn sich das einfach in die Hauswand mit einfügt? Dann müsste man die Treppe noch ein bisschen breiter machen. Ach, ich weiß nicht. Ich bin so unschlüssig gerade. Na gut, schauen wir mal. Aber nicht jetzt. Habe ich jetzt gerade keinen Nerv für. Wir kümmern uns auf jeden Fall um Andros Project. Wo ist unsere Axt hin? Da ist unsere Axt. Leider sind wir jetzt hier extremst aufs Holz angewiesen. Warum habe ich mir eigentlich sowas ausgesucht? Warum habe ich nicht Stein wieder genommen? So wie im ersten Projekt. Es war viel einfacher. Stein gesammelt, hingesetzt, fertig. Feierabend. Bisschen Holz gesammelt, Dach drauf gezimmert, Boden drin gemacht. Fertig. Aber nein. Wir müssen es extravagant haben. Es muss schön aussehen. Aber es ist auch gut so. Es ist meine. Es soll schon nach was aussehen. Aber ich weiß auch ganz genau, dass ich im Let's Play nie wieder so ein Haus bauen werde. Zumindest nicht in der Größenordnung. Ich habe mich ja dann jetzt doch ein bisschen versucht auf modernen Stil ja nicht zu spezialisieren, aber halt mich damit auseinanderzusetzen, ab halt viele Häuser. Oh Gott, ich habe ja dieses Lied immer noch in der Playlist. Tschüss. Ich habe auf unserem Server auch ein paar Wolkenkratzer gebaut mit meinem Kumpel. Ich kann euch die. Nein, noch nicht. Die IP gibt's noch nicht. Da der Server halt noch im Aufbau ist. Allerdings suchen wir halt immer noch Leute, die gut bauen können. Die richtig was drauf haben und die können sich halt immer gerne melden. Dann gibt es die Server-IP und dann könnt ihr drauf und dann könnt ihr euch da voll austoben. Wir haben verschiedene Bereiche, das heißt, egal welchen Baustil ihr habt, wir werden was für euch finden, wenn es gut ist. Wir haben auch eine Testwelt, wo ihr hin verfrachtet werdet und wenn es aussieht wie Arsch, dann reißen wir es wieder ab. Nee, Quatsch. Also doch schon. Aber nicht in der Testwelt. Die bleibt. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schreibt einfach. Nicht unbedingt in die Kommentare, schreibt es mir per Nachricht. Bei Facebook oder so, keine Ahnung. Und dann kriegen wir das schon hin. So, 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 so. So viel Holz haben wir jetzt gar nicht gesammelt. Oh doch, fast ein Stack. Nicht schlecht, Herr Schmecht. Immer noch das Zuckerrohr verballern. Machen wir schön Papier draus. Und das kommt dann nach vorne in die Kiste. Da können wir dann Bücher draus machen, wenn wir dann unser Leder endlich mal haben. Zack. So. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, oben. Haus. Fertig. Stellen. Und so. Dann brauchten wir jetzt eigentlich noch Scheiben. Aber. Nee. Eigentlich nicht. Also brauchen wir schon, klar. Wir brauchen Scheiben.
Die sind überlebenswichtig. Und wie komme ich jetzt hier hoch? Erde. Ich habe jetzt, glaube ich, auch langsam die Faxendicke hier. Notfalls baue ich mir hier oben einfach eine Werkbank hin. Genau, hier die Treppen wieder ran. Zack. Schleichen wir uns hier so hin. Zack, zack, zack. Holz. Treppe. Holz. Treppe. Holz. Treppe. Super spannend so. Holz, Treppe, Holz, Treppe, Holz, Treppe. Ja, die Treppen hätten wir auf jeden Fall ruhig noch ein paar mehr machen können. Ist ja nicht so, dass wir hier akuten Steinmangel haben. Obwohl, eigentlich doch. Die Steine werden knapp jetzt. So. Holz. Werkbank. Setzen wir uns hier oben einfach mal eine Werkbank jetzt oben drauf. So. Und dann machen wir uns nochmal ein paar Treppen. So. Und so. Und so, haben wir nochmal 44 Stück. Die Werkbank nehmen wir mit. Die muss hier oben nicht unbedingt stehen bleiben. Das sieht sonst doof aus. So. Ja, haben wir es ja eigentlich auch fast geschafft hier schon wieder. Dann können wir da oben noch das Dach drauf zimmern. Wobei ich noch nicht weiß, was es für ein Dach wird. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Aber ich lasse mir was einfallen. So. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie groß das Haus am Ende wird, weil ich habe jetzt die Sache mit der Kopiewelt habe ich erstmal sein lassen und baue jetzt hier wirklich nur noch spontan. Das heißt, wenn es kacke aussieht, dann erlebt er das halt so, wie es eben war. Verdammt, komme ich nicht ran. Gut, dann beleuchten wir hier. Ja, so. Hier die Erde nehmen wir wieder mit. Also sowieso noch ein paar Mal hoch, wenn wir das Dach hier hinsetzen. Dann brauchen wir jetzt. Wir haben so viel Holz, dann werden wir jetzt Zäune machen. Ganz viele. Ganz, ganz, ganz viele Zäune. So. Zäune, Zäune, Zäune. Zäune, 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 Zäune. Los, schneller mach's. Jetzt hier Zäune. So. Holz. Ach, wir haben ja schon eine Werkbank bei gehabt, Idiot. So. Ja, komm. Das wird wieder nicht reichen, das wird so ganz wenig. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Zäune so intensiv zu bauen, so ressourcenintensiv sind. Wir verballern jetzt hier unser ganzes Holz. Dann haben wir noch ein Holz übrig, so. Da ist auch noch ein Stack. Zack. Zack. Und ich hab bloß oh, hier ist auch noch ein Stack. So und so. So, jetzt haben wir aber wirklich genug. Zwei Stacks. Genau zwei Stacks. Cool. Zwei Stacks sind viel zu viel. So, hier kommt dann auch natürlich wieder Zaun hin. Also nicht wieder, hier kommt Zaun hin. Und dort drüben sieht man eine Tintenfischfamilie. Ich würde gerne ranzoomen, aber ich habe leider keine Optifine am Start. Wie gesagt, modfeindliches Minecraft zur Zeit. Aber es kommt alles bestimmt wieder. Und wenn nicht, dann hauen wir das ganze Ding auf den Server. Und dann sieht die Welt auch wieder ganz anders aus. Dann haben wir zumindest wieder die Timbermod. Optifine werden wir dadurch trotzdem nicht bekommen. Ich könnte natürlich die ganze Version auch downgraden auf die 1.6.4, dann hätte ich wieder Mods mit drinne, aber ich möchte das ehrlich gesagt nicht, weil ich möchte schon auf der aktuellen Version spielen, das ist angenehmer.
für mich. So, hier müssen sowieso keine Zäune denn hin. Weil es ja eine freie Fläche ist. So, dann kommen hier auch Zäune hin. Sieht das aus? Ja, doch. Besser als vorher. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Ganze gefällt oder ob das aussieht wie gewollt und nicht gekonnt. Da fehlt noch einer. So. Und hier könnte man ja wahrscheinlich noch Wände hochziehen. Das würde dann nochmal alles ein bisschen anders wirken. So. Hier kommen dann Scheiben rein. Da oben kommt dann ein Dach drauf. Dafür brauchen wir auch noch mal massig Holz. Och nee. Ja, kann auf jeden Fall ordentlich was werden. So. Naja. Da muss das Dach schon mega episch werden, damit es dann auch so aussieht, wie es aussehen soll. Und hier landet man ja dann mitten im Raum. Ich vermute mal, drei Kisten. Und dann könnte das hier so nach oben gehen. Oder wir machen hinten einen Gang nach oben. Wobei aber da auch bald das Haus zu Ende ist, glaube ich. Besser wäre das, wenn man es hier so macht. Hier vorne, direkt am Fenster. Aber das weiß ich noch nicht genau. Alles zu seiner Zeit. Schau. Dann gehen wir auf jeden Fall nochmal schlafen. Und ich beende jetzt auch mal langsam die Aufnahme, weil ich werde langsam müde und ist mal doof. Habe ich mal so wenig zu erzählen. Und ich möchte euch ja schon ein bisschen unterhalten. Also würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Bis denne und tschaußen.